الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراءة من الكفر والكفار والمشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، والخالق بلا حاجة، والرازق بلا مؤنة، والمميت بلا مخافة، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، سبحانه وتعالى لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، alles Lob gebührt Allah Azza wa Jal und Frieden und Segen sein auf seinen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Familie und seine Gefährten und alle, die ihn folgen bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir beschreiben das Jahr 97 nach al-Hijra, genauer gesagt den 10. von Dhul-Hijjah. Wir sehen vor uns große Mengen von Menschen. Manche von ihnen sind am Gehen, andere wiederum am Reiten. Unter ihnen ist der ältere Greis, der junge und starke Mann, Männer und Frauen, Arme und Reiche, Weiße und Schwarze, Herren und Sklaven. All diese Mengen von Menschen sind von überall gekommen, um Allah Jalla Jalalu zu preisen und ihn für seine Gaben zu danken. Unter all diesen Pilgern befindet sich der mächtigste Mann seiner Zeit, Suleiman bin Abdul Malik, der Khalif der Muslime. Ohne eine Kopfbedeckung, mit sinkendem Blick, umrundet er das Haus Allah. Sein Aussehen ist wie das Aussehen seiner Geschwister im Islam. Er trägt nur eine weiße Stoffgewand. Hinter ihm gehend sind zwei kleine schöne Kinder, seine Söhne. Als der Khalif und seine Umrundung um das Haus Allah fertig war, neigte er zu einem seiner Bewachern und fragte ihn: Wo ist euer Mann? Der Mann antwortete: Da, am westlichen Flügel von das Haus Allah, er betet. Als der Khalif beim betenden Mann ankam, fand er ein Schar von Menschen auf der rechten und linken Seite des Mannes sitzend am Warten. Es gebührte den Khalif nichts anderes, als sich am Rande der Menge zu setzen, denn in diesem Ort sind alle gleich. Keiner ist besser als der andere, außer in der Taqwa Allahs. Gleich, als der Mann von seinem Gebet fertig war, drehte er sich zu der Seite, wo der Khalif saß. Da begrüßte ihn Suleiman bin Abdul Malik und der Mann grüßte das Gleiche zurück. Daraufhin fing der Khalif an, nach den Pilgerritualen zu fragen. Er stellte ihn so viele Fragen, trotz dessen beantwortete der Mann alle seine Fragen. Bei jeder Antwort sagte er: Allah sagt und der Prophet machte, Allah sagt und der Prophet machte. Als der Khalif Suleiman mit alle seinen Fragen fertig war, bedankte er sich bei ihm und sagte zu seinen Kindern: Steht auf, und sie gingen fort. Als Suleiman bin Abdul Malik und seine Kinder bei As-Safa wal Marwa Berg waren, rufte ein Mann: O ihr Pilger, o ihr Pilger, keiner darf an diesem Ort Fatawa geben, außer Ata bin Abi Rabah. Wenn er jedoch nicht zu finden sei, dann Abdullah bin Abi Najih. Als die Kinder dies hörten, sagten sie: Ja, Amirul Mu'minin, warum hörten wir einen Mann rufend: O ihr Pilger, keiner darf an diesem Ort Fatawa geben, außer Ata bin Abi Rabah. Trotz dessen gingen wir zu einem Mann, der dir keine Achtung schenkte, wie es dir gebührt. Der Khalif Suleiman bin Abdul Malik drehte sich zu seinen Kindern um und sagte: O meine Kinder, der Mann, den ihr gesehen habt und saht, wie wir erniedrigt vor ihm saßen, war Ata bin Abi Rabah, der Mann mit der höchsten Fatwa recht hier im Ort. Dieser Mann, Ata bin Abi Rabah, hat das Wissen von Abdullah ibn Abbas geerbt. O meine Kinder, lernt das Wissen, denn das Wissen gibt euch Ehre in der Dunya und Akhira. Und das Wissen
lässt ein Sklaven ein König werden. Suleiman bin Abdul Malik, der Khalif der Muslim, lag nicht ganz falsch, denn Ata bin Abi Rabah war in seiner Kinderzeit ein Sklave bei einer Frau in Mekka, außer dass Allah ihn mit der Liebe zum Wissen beschert hat, so dass er seine Zeit in drei geteilt hat. Der erste Teil war für Allah, er betete ihn in bester und aufrichtigster Weise. Der zweite Teil war für seine Herren, er bediente sie in bester Art und Weise. Und der dritte Teil widmete er in der Suche nach der restlich gebliebenen Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um von ihrem Wissen zu lernen und zu profitieren. So nahm er das Wissen von Abu Huraira und Abdullah ibn Umar und Abdullah ibn Abbas und Abdullah ibn Zubayr und andere Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Als seine Herren feststellte, dass Ata bin Abi Rabah seine Nefs Allah gewidmet hat, ließ sie ihn und befreite sie ihn von der Sklaverei fi sabilillah, auf dass er den Islam und die Muslime Nutzen bringen möge. Der ehrenhaftige Tabi'i Ata bin Abi Rabah erreichte im Wissen eine Stufe, die viele Menschen in seiner Zeit zum Staunen gebracht hat. So wird überliefert, dass Abdullah ibn Umar eines Tages von Al-Madina nach Mekka gereist ist, um Al-Umra zu vollziehen. Als die Menschen ihn sahen in Mekka, rannten sie zu ihm, um ihn über die Religion zu fragen. Als Abdullah ibn Umar dies sah, sagte er zu ihnen: O Bewohner von Mekka, ich wundere mich, dass ihr mich fragt, wodurch ein Mann wie Ata bin Abi Rabah unter euch verweilt. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayka.